wenn Menschen, die man nicht kennt, um einen herumspringen. Das ist gruselig. So, ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Wochenstart bisher. So, okay. Also. Jetzt nochmal, um auf den neuesten Stand der Dinge zu kommen. Am Baden hat sich nicht viel geändert. Ist immer noch Stufe 68. Gut, mein Forstkämpfer ist immer noch in dem Outfit unterwegs. Also, ich habe eine richtige Rüstung, also keine Angst. Ich bin gerüstet, nur, ne? Ja gut, mein Pikinier ist sowieso. Hier habe ich auch nichts Großartiges geändert. Hatte ich am Tänzer? Nee, am Tänzer hatte ich auch nichts geändert. Dann tatsächlich nur am White Mage. Da habe ich jetzt das 50er Gear, was bei dir kommt. Den Stab habe ich mir übrigens gestern geklütiert. Er passt anstrengend, aber niemals aufgeben. Ist, ja, da hast du vollkommen recht. Vielleicht eine neue Frisur. Stimmt, du warst beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht da. Also, für dich ist auch die Frisur anders. Das stimmt. Für dich ist sogar die Frisur anders. Aber die habe ich seit dem letzten Mal, glaube ich, nicht geändert. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann sie auch geändert haben. Ich habe allerdings doch ein zweites Outfit für meinen wunderbaren White Mage. Die ich benutze, wenn ich mal Lust und Laune habe. Ich habe mir ein Beispiel an Hybrid genommen. Ich habe das gesehen. Ich weiß, Hybrid hat das auch. Das ist auf jeden Fall das Oberteil. Und, ja gut, die Schuhe sowieso. Ich habe auch das erste Mal was eingefärbt. Das sind nämlich das sind die Schuhe vom 50er hier. Die habe ich mir eingefärbt. Ich weiß jetzt, wie es geht. Das ist gar nicht mehr so schwer. Voll einfach. Und ich habe da immer so einen Affentanz draus gemacht. Ja, auf jeden Fall, das hier ist neu. Die Hörner habe ich mir übrigens von dem Goldsaucer geholt. Dufte war da ja gestern auch noch mit bei. Ja. Also eigentlich passt das eher zum, Black, also zum Black Mage als zum White Mage, aber... Ein Weißmagier kann auch in Schwarz rumlaufen. So, und das, was noch neu ist, oder was es noch Neues gibt, müsste ich einmal kurz außerhalb der Stadt. Und zwar ist es ein neues Mount. Nein, ich habe kein Geld für, also ja doch, ich habe Geld für ausgegeben, aber nicht im Shop. Tatsächlich. So, wir brauchen Ewigkeit, bis wir da sind. Nein, mein Sprint ist, hat aufgehört. Hallo. Ich bin was drauf? Wer auch immer. Und zwar. Tada! Wir haben jetzt auch den schwarzen Schokomoppel. Wir haben den schwarzen Schokomoppel. Ja. Ist das nicht toll? Mir tut das Viech zwar immer noch leid, aber ist das nicht cool? Und ich habe jetzt auch einen Ort gefunden, an dem ich mein komisches Gliederkraut kaufen kann. Also noch eine weitere Neuerung. Und ich habe für mein Schokobo eine Rüstung gekauft. Ah. Ah, ja. Ich habe viel, viel Geld ausgegeben, wie man sieht. Ich glaube, ich habe fast 400.000 Gil ausgegeben gestern. Ne?
Ja, das kommt hin. Ja, ne? Also knapp 400.000 müssten es gewesen sein. Vielleicht ein bisschen weniger, aber 300.000 waren es auf jeden Fall. Aber ich bin gerade mal am Überlegen. Wie ging das doch mal? Mitstreiter da. Und zwar kann man ja das Aussehen auch hier nochmal ändern. Und zwar würde ich gern, wenn wir schon einen etwas dunkleren White Mage haben, würde ich auch gern einen etwas dunklen Rüstungs- so, bei Chocobo haben. So, das passt doch perfekt. Also, wenn das nicht cool aussieht. Ja, ich war im Shoppingwahn. Ich weiß es. So. Also. Wir waren ja hier hinten stehen geblieben. Ich habe. Ein paar, nicht alle. Windätherquellen gesammelt. Jetzt ist die Frage, wollen wir erstmal die Windätherquellen machen, weil ich glaube, da kriegen wir dann die letzte. Das Problem ist, für die eine müssen wir in die Inni. Da habe ich beim letzten Mal fast eine Stunde gewartet. Das ist das hier, glaube ich. Wo befindet sich das hier? Ach so, wohl noch da hinten. Das Ätzende ist halt einfach, dass man bis nach da hinten drüber schwimmen muss. Ist sowas von nicht schön. Naja, wir reisen erstmal. Für die Windätherquellen hätte ich halt jetzt schon gerne zusammen, ne? Rein theoretisch. Wäre nett. So, also quasi in die Richtung. Ach ja. So, hier kann ich tauchen. Ich weiß mal nicht, ob ich hier unter Wasser wirklich schneller bin, aber ich habe das Gefühl, dass ich schneller bin. Und darauf kommt es an. Hallo, hi. Eigentlich was für eine Leuchtkugel, ey. Okay, wir haben einen bisher unbekannten Ort entdeckt. Exil, okay. Nett. Na doch, ich glaube, wir waren schon rechts. Recht flott. Ich sollte aber vielleicht hier nicht unbedingt mit meinem White Mage rumeiern. Ich glaube, wir werden sehr schnell sehr tot. Ja. Ihr Feldviecher, lasst mich bitte in Ruhe. Oder muss ich euch machen? Schmuggler im Netz. Ne, wir müssen nur Deserteure stellen. Das grenzt es jetzt ein. Wir sind es sie doch. Eine grandiose Frage. Ich weiß es nicht.
weiß es wirklich nicht. Weil hier so sehe ich jetzt halt nicht niemanden, der hier rumgeistert. Okay, wir haben ihn gefunden. Und er will nur einen auf die Hose machen. Okay, jetzt wieder zurück. Okay. Ich dachte, hier kommt irgendwas Cooles. Nein, es ist die fette Katze. Okay, die fette Katze ist cool, aber... Vor allem, wenn sie fliegt, ist sie cool. So eher weniger. Hallöchen, ich habe da keine Lust auf ein Feld. Hallo, fliegender Hai. Eigentlich müsste diese Katze halt mal trinken. Guck, der kommt über den Wasserrand hinaus. So, da hinten müssen wir mal hin. Da können wir auch im Sprint hin. Die der Katze von Alice im Wunderland ist. Ja. Die Grinsekatze, ne? Weißt du, meine ich. Grinsekatze ist echt cool. Also, wenn es die Grinsekatze hier drin gäbe, ne? Ich würde das feiern. Aber die dicke Katze ist auch in Ordnung. Ich glaube, das erste, was ich mir im Shop damals gekauft habe. Das Reittier. Hörchen. Vendetta-Quelle. Ja, jetzt fehlen nur noch zwei durch Quest. Das eine ist eine Inni. Ich könnte mich ja anmelden schon mal. Ach, habe ich ja schon wieder irgendwas nicht. Ja. Ja. Da ist irgendwas. So, jetzt. Jetzt geht... Jetzt funktioniert... Ah, nee. Nee, immer noch nicht. Oh! Was noch besser ist als das? Also neulich konnte ich mich noch anmelden. Okay, jetzt. So. Oh ja, mal sehen, wie lange wir dafür brauchen. So, und jetzt einmal darüber. Da sind wir eine halbe Stunde unterwegs. Also auf dieser Map ist man echt froh, wenn man dann endlich schwimmen kann. Hier kann ich noch nicht, ne? Nee. Muss nach da vorne. Hier. Kann ich. Nein! Das war dumm. War gerade sehr, sehr dumm. Hm.
Ganz unter Wasser. Okay, den Ort haben wir auch entdeckt. Nicht so weit hoch jetzt bitte. Dann fehlt nur noch der oben. Den kennen wir hier alles. Findest du mir nicht mal beunruhigend, dass wir die Haie so einfach so, ne? Du willst vorbeischwimmen. Da ist wieder eine kleine Ortschaft. Da brauchen wir eigentlich nur drauf zu halten. Und wenn wir da sind, kommen wir dann in die Inni. Ich glaube nicht. Pass auf, und da müssen wir dann auch in der 1. Ich glaube, dann schreie ich. Da. Da hier. Yep, hier gibt's die letzte. Geht einfach mal mit dem Dancer. Ja, hier wurde offensichtlich gekämpft. Das macht's nicht unbedingt besser. Okay, einfach nur alles erkunden. Das kriegen wir hin. Gut, ernster Pirat. Da ist noch jemand. Ja. Und da hinten ist der letzte. Welch ein alter Mann. Wieder zurück. Ja, was auch immer das für ein Geräusch ist. So. Ja, das ging relativ schnell. Oh, schwarzer Schokobo. Schokomoppel. Nicht Schokobo. Der Rauch ist euch nicht entgangen. Schön, dass ihr ihm auch gefolgt seid. Gosetsu,
Tansui, Rasho, ihr lebt. Was für ein Glück. Wie gesagt, es war nicht das erste Mal, dass ich gefangen genommen wurde. Ich hab's gut überstanden. Hallo, Iron. Ja, es geht dir gut. Auf den ersten Blick sieht es hier im Dorf gar nicht so schlimm aus. Wie ist die Lage? Oftmals ist es ein schöner Tag. Zuerst haben die Galea Widerstand geleistet. Aber als ihnen klar wurde, dass von den Kojin keine Hilfe zu erwarten war, haben sie ziemlich schnell Und hallo, Dera. Auch schön, dass du reinschaust. Deshalb wurde bei der Befreiung zum Glück nicht allzu viel zerstört. Nur leider ist uns Yotsuyu entwischt. Ihr Leibwächter ist nicht gerade der hellste, aber kämpfen kann er. Okay, das wird jetzt ein bisschen problematisch her. Für die Galea sieht es hoffentlich danach aus, dass die Befreiung allein auf die Kappe der Konföderation geht, weil wir ihre Schikanen leid sind. Nutzt die Gelegenheit und macht euch auf den Weg nach Doma. Wir versuchen, die Galea abzulenken. Ja gut. Geht jetzt nur... So, muss ich jetzt einmal kurz machen. Geht jetzt nicht anders. Weil die Szene ist mir zu wichtig, als dass ich sie überspringe. Soweit gut. Ich warte. Hab von einem Kumpel einen Code für FF14 bekommen. Er hatte gerade neu das Spiel. Braucht noch 120 Minuten. Ladebalken ganz vorher. Ich glaube, dein Tag war auch nice. Aber sehr cool. Ja, mein Tag war soweit in Ordnung. Ich habe ihn eigentlich fast nur verpennt. Weil ich sehr, sehr spät im Bett war gestern. Es war wieder eine FF14-Sucht. Aber sehr cool, dass du es jetzt auch spielen möchtest. Ist voll cool. Ich weiß gar nicht, warum. Nein, Dufte. Nein, überhaupt nicht. Ganz unschuldig, ne? Ich gehe... zeitig ins Bett, wo das dann, glaube ich, wie spät war es? 3 Uhr? Und um 4 konnte ich erst einschlafen. Also ich lag da noch eine Stunde wach. Das ist... ja. Wie gesagt, vom Stream hatte ich mich dann nochmal hingelegt. So 2 Stunden, glaube ich, waren es. Ich war echt fertig. Ich war echt einfach nur müde, kaputt und groggy. Und dann war es auch noch so eine scheiß Luft oben. Ich bin froh, dass ich jetzt im Keller sitze. So, wir werden Doma befreien, ne? Ganz klar. Wir sind Feuer und Flamme. Eine klare Ansage. Das lässt mich hoffen, dass wir mit euch auf die richtige Karte gesetzt haben. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir werden versuchen, die Galea so zu beschäftigen, dass ihr verschont bleibt. Wir haben zu danken. Wenn alles vorbei ist, feiern wir gemeinsam unseren Sieg. Was ist euer nächstes Ziel? Yantia nehme ich an, wenn ihr Doma befreien wollt. Ja, genau. Dort leben noch Verbündete, denen ich vertraue. Mit ihnen werden wir die nächsten Schritte planen. Yantia mit der Burg Doma war das Zentrum des Aufstands. Was hier geschehen ist, verblasst im Vergleich zu dem, was Yotsuyu in Yantia angerichtet hat. Hütet euch nicht nur vor euren Feinden, sondern auch vor euren vermeintlichen Freunden. Die Verzweiflung, die diese Hexe sät, verdirbt so manches Herz. Ich verstehe. Ich habe mich schon gewundert, was das für Krach ist. Wir ziehen uns zu unserem Stützpunkt zurück. Soroban hofft auch, bald wieder gute Geschäfte mit euch machen zu können. Also seht zu, dass ihr heil zurückkehrt. So, dürfen wir wieder? Hey, was nehmen wir denn? Das ist cool. Okay.
okay. Wir nehmen das da. Muss ich mich nur noch mal für die Ini anmelden. Warte. Weil das ja ein bisschen in die Hose ging jetzt. Da würde ich gerne mit dem Baden rein. Hier kommt ein schöner Köller Wind durch. Ich habe nach der Arbeit auch eine Stunde geschlafen, weil ich doof muss auch nicht wirklich viel geschlafen habe. Gut ist also, aber nach 6 Stunden Arbeit war ich echt hinüber. Ja, das glaube ich. Ja, ich war auch schön blöd. Ich hätte eigentlich auch eher ins Bett gemusst. Eigentlich. So, eine Nebentrau muss eben eine 5. Ach, okay. Wir haben Trau knapp in die Tiefe abgeschossen sein. Ja, okay. Schreck mich doch nicht so, du dein Vogel. So. Ich bin jetzt natürlich am Überlegen. Ich habe Angst, dass ich dann wieder in der Sequenz bin, wenn da was kommt. Ich habe mal wieder gelernt, ich hasse Menschen. Tiere sind besser, aber Steine sind noch besser. Die mohren nicht, wenn man die auf Menschen werfen tut. Da bin ich ganz bei dir. Also, so manche Menschen kannst du in die Tonne trampen. Jetzt frage ich mal doch so. Ernsthaft? Was soll das jetzt? Aber okay. Es muss auch solche Menschen geben. Ansonsten wär's doch langweilig. Aber ich geb dir recht. Tiere und Steine sind toll. Ich war mal kleiner. Wie er mich anguckt. So, ja, wage ich es? Dem Brief ist ja nur halb so gut, ne? Wie die Gruppe vor. Und wegen, ich sehe tote Menschen. Großes Problem ist, eher ich sehe doofe Menschen. Ja, das stimmt. Ey, aber komm, die toten Menschen kommen auch gut. Manchmal. Da habe ich noch irgendwas, was ich sonst noch machen kann. Während wir hier rumgeistern. Ach ja, das ist immer noch dieses komische Fate. Jetzt für Kobolde. Ob ich das Ding habe, weiß ich nicht. The Walking Dead. Oder eher The Walking Dead. Ja. Ah, ist schön. Oder, na gut, schön ist grenzwertig. Was können die noch machen? Was ist denn da jetzt schon wieder gelandet? Das ist gerade echt dicht. Wir versuchen es einfach. Bitte sagt, dass ihr nicht redet. Ah, so ist es gut. So. Mein Kerl, die hat er gerade auf Münze gesetzt. Gleich geht hier die Party ab. Unsere gehen auch so ab. Ich finde das immer richtig witzig. Einer interessiert sich da überhaupt nicht für. Der guckt dann immer nur blöd. Leckt das Ding 2-3 Mal ab. Dieses Katzenbinzteil. Geht. Und die anderen beiden, die schmusen so extrem, wo ich mir manchmal denke so, okay. Nehmt euch am besten ein komplett eigenes Haus. Das ist etwas seltsam, was ihr da tut.
Da mache ich mir dann manchmal doch schon Gedanken. Schwierigkeitsanpassung. Schluckkluster darf nicht gewechselt werden. Okay. Auftrag der Willensstämme. Ah, okay. Ich verstehe. Gut, das andere kann ich erst machen, wenn ich das Palastding da fertig habe. Das ist Prinzessin in der Not. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ach, von hier aus dann weiter. Oder wie? Gehe ich mal von aus. Die dicke Zeit kommt immer das Spielzeug dann. Dann fliegen hier die Innereien rum. Samenblüht stinkt hier. Also wir hatten oder haben, glaube ich, immer noch ein Einhorn. Sieht so nicht mehr aus wie ein Einhorn. Genauso wie mein Kater einem Pinguin, so einem Plüschpinguin, das Ohr abgebissen hat. Das war echt schon. Die Viecher haben gelitten. So, ich hoffe, es dauert jetzt ein bisschen. Oder es wird nicht geredet. Wenn nicht geredet wird, wirst du noch besser. Kurze Pause. Dann geht's gleich weiter. Geht zur Not, muss ich überspringen. Wir haben noch mehr zu schleppen. Da. Von Landbewohnern vermöbelt. Was für ein dicke Stone in der Ecke. Ehe sie uns wieder angreifen, müssen wir zumindest die wichtigsten Schätze in Sicherheit bringen. Oh, herrlich. Ihr Katzen sind echt. Ihr wollt abhauen und meinen Auftrag einfach so ignorieren? Wann ungefähr wolltet ihr mir das mitteilen? Ach, Pflasterfuzzi. Verzeiht, wir wurden hinterrücks von Landbewohnern angegriffen. Ist euch schon mal der Gedanke gekommen, dass das alles ein Ablenkungsmanöver gewesen sein könnte? Was sind eure Dienste wert, wenn ihr im Ernstfall versagt? Wegen eurer Unfähigkeit musste ich mich zurückziehen. Dabei stand ich kurz davor, die ganze verdammte Brut unter meinen Füßen zu zertreten. Natürlich standest du das. Nun ja, was geschehen ist, ist geschehen. Als Statthalterin obliegt es mir nur noch, euch für euer Versagen zu bestrafen. Vor allem erst dieses Lächeln und dann... Halt! Nein! Autsch. Jetzt brauchen sie, glaube ich, einen neuen Anführer. Ach, was für eine Enttäuschung. Von den Kröten hatte ich mir ein wenig mehr Widerstand erhofft. So macht das doch keinen Spaß. Ich hätte mich gar nicht erst mit ihnen abgeben sollen. Die Domana verdient meine ganze Aufmerksamkeit. Matsch. Ja. Heute gibt es Schildkrötenmus. Schildkrötenmus. Na, was ist das für ein Schwert? Oh, was haben wir denn hier? Ein heiliges Schwert der Kojin? Prächtig! Vielleicht hat die Sache ja doch etwas Gutes. Ich glaube, die Frau hat auch ein bisschen zu viel an der Minze geschnuppert. Hoffentlich ist Zenos nicht zu wütend. Ich will nicht schon wieder strafversetzt werden. Ich habe in Eorzea noch eine Rechnung zu begleichen. Mhm. Undankbarer Hornochse. Findest du es wirklich so schlimm, mir zu dienen? Die erwartet da jetzt ernsthaft eine Antwort drauf? Hast, aber wenn dein Wunsch in Erfüllung gehen soll, dann tust du besser, was ich dir sage. Los, hol das Schwert. Durchaus möglich, ja.
Nett. So, wenn der Ladebildschirm jetzt ein bisschen schneller ist. Gut, muss ich leider überspringen. Kann ich leider jetzt nicht ändern. Komm schon!